Ja, hallo und schönen guten Abend zu unserem, herzlich willkommen zu unserem ForeFlight für IFR-Piloten-Webinar. Mein Name ist Wolfgang Österreich. Ich bin Mitarbeiter in ForeFlights europäischen Pilot Support Team und ja, möchte heute Abend nahebringen, was ForeFlight für den Instrumentenflug bietet. Dabei geht es in erster Linie um die Flugvorbereitung, die zur Verfügung stehenden Daten, Dokumente, die direkte Flugverplanung in mehreren Beispielen, die Wetterfunktionen, die zur Flugvorbereitung zur Verfügung stehen und vor allen Dingen auch die Performanceplanung. Fragen können über das GoToWebinar Message Panel gestellt werden. Einfach auf die Sektion mit dem Fragezeichen klicken und dort die Frage tippen. Wir werden so viele Fragen wie möglich während des Webinars beantworten. Und wenn Fragen nicht beantwortet werden, dann bitte die nochmal an team@foreflight.com schicken, beziehungsweise wir werden auch natürlich im anschließenden Fragenteil auf einige dieser Fragen eingehen. Falls irgendetwas nicht mitbekommen wird, etwas zu schnell geht, keine Angst, die Session wird aufgezeichnet und steht wie alle anderen Webinare unter foreflight.com/onfrequency zum Nachhören bereit. Ja. Dann lasst uns anfangen. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die sich bisher noch nicht mit ForeFlight beschäftigt haben. ForeFlight als Firma wurde 2007 gegründet in Houston, Texas und hat heute Büros in Houston, in Austin, Texas, in Portland, Maine und in Odense in Dänemark, wo unser europäisches Hauptquartier ist und sich auch ein Teil der Entwicklung befindet. Neben der ForeFlight Mobile App und dem Webplanungstool bietet ForeFlight den ForeFlight Sentry, einen mobilen ADS-B-Empfänger mit Kohlenmonoxidsensor und ja, WASP-GPS und noch einigen Sachen mehr. Das Military Flightback oder Produkte für die Business Aviation wie ForeFlight Dispatch oder CTOPS für den kommerziellen Betrieb von Single-Engine-Turboprop-Flugzeugen bei IMC und bei Nacht. Ja, mehr als die Hälfte unserer knapp 300 Mitarbeiter sind Piloten, Fluglehrer oder Prüfer, und geben damit natürlich auch wertvollen Input für die Produktentwicklung. Wer trotzdem noch Fragen hat, Anregungen hat, kann diese gerne an team@foreflight.com senden. Seit nunmehr 2 Jahren ist ForeFlight auch ein Subunternehmen von Boeing Global Services, ähnlich wie unsere Partnerfirma Jeppesen. Und daher beginne ich auch unsere Präsentation mit der Jeppesen-Integration. Es ist ja so, dass ich Jeppesen-Anflugkarten, die optional sind, in eine ForeFlight Mobile App einbinden kann. Und zwar, indem ich diese Jeppesen-Karten über die ForeFlight Subscription kaufe oder aber auch eine vorhandene Jeppesen MFD Subscription von der Avionik, vom ChartView, wie auch immer, nutze und eine entsprechende Coverage auf meinem Gerät installiere. Also erstmal kann man auf More unten rechts in der Mobile App tippen, dann auf den Punkt Jeppesen. Und was neu ist, dass ich nun beides gleichzeitig machen kann. Das ging vorher nicht. Ich kann also meinetwegen die Jeppesen Europe VFR Anflugkarten, den
Botlang über die ForeFlight Subscription kaufen, habe den dann auf allen meinen drei Geräten zur Verfügung, die ich im ForeFlight Account nutzen, parallel nutzen kann. Und ich kann parallel dazu nun einen vorhandenen freien Seed aus einer Jeppesen MFD Subscription installieren und kann dann auf einem Gerät einen entsprechend zusätzlich noch die IFA-Karten beispielsweise installieren. Oder aber es gibt ja diverse Jeppesen-Pakete, Nordeuropa, ganz Europa, Osteuropa. Ich kann auch zwischen diesen Subscriptions Coverages wechseln und das Download-Tool packt dann immer die Jeppesen-Karten so zusammen, dass das dann alles auch gemeinsam zur Verfügung steht. Ich kann jetzt also mehrere Accounts miteinander mischen. Ja, das ist ganz praktisch. Ansonsten sind natürlich sämtliche frei verfügbaren Eurocontrol-Anflugkarten, also die, die durch die Länder kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, die sind standardmäßig in allen ForeFlight-Subscription-Plänen enthalten. Wichtig für die IFA-Fliegerei, eigentlich wichtiger als für die VFR-Fliegerei, ist das Flugzeug-Setup. Dazu auch wieder ins Seitenmenü und in die Flugzeugeinstellungen gehen. Hier habe ich diverse Flugzeuge vorkonfiguriert fürs Webinar. Neu ist beispielsweise die optionale Runway Performance für Citation Jets. Diese ist ein optionales Tool im Gegensatz zu den meisten Kolben- und Turboprop-Flugzeugen, für die die Start-Lande-Performance-Berechnung im Falle eines Performance-Plus-Plans kostenfrei mit enthalten ist, ist die Runway Analysis für die Citation Jets oder für andere Textron-Modelle ein optionales Tool. Die ist auch etwas umfangreicher. Wie das aussieht, werde ich im Laufe der Präsentation noch vorstellen. Genau, hier haben wir jetzt einen Jetprop. Und was ganz wichtig ist für IFA, um vernünftige Eurocontrol-valide Routen zu bekommen, ist das Filing-Setup. Das heißt, dass ICAO Equipment, deren Transponder, also das ICAO Surveillance Settings und die Performance-Based Navigation, die müssen so eingestellt sein, wie es entsprechend der Eurocontrol-Rechner erfordert. Anderenfalls bekomme ich nur unzureichende Routen. Die Routengenerierung bei Eurocontrol läuft allerdings nicht nur abhängig von diesen Equipment-Einstellungen, sondern es wird durchaus auch auf das Flugzeugmodell Rücksicht genommen. Das heißt, es können Routen für ein Flugzeugmodell erzeugt werden, für ein anderes nicht, weil das im Eurocontrol-System hinterlegte Performance-Modell unter Umständen aussagt, dass bestimmte Abschnitte, Routen, Profile nicht mit diesem Modell nicht geflogen werden können. Okay, gehen wir zu Flügen in das Flight Tab und im Gegensatz zur VFR-Fliegerei wird man sehr schnell feststellen, dass die Flugplanung eines IFA-Fluges im Formular der Flügeansicht viel besser, einfacher und schneller erfolgt. Zunächst einmal kann ich die gewünschte Abflugzeit einstellen, also Estimated Time of Departure, oder aber auch, wenn ich einen Performance Plus Plan habe, eine Estimated Time of Arrival, dann rechnet das System automatisch zurück und errechnet mir die nötige Abflugzeit, um zur gewünschten Ankunftszeit anzukommen. So, nochmal 10.09.45 Uhr für diesen Tag. Mal mit Close oben links kann man immer diese Pop-up-Fenster schließen und wir starten mit einem Flug und zwar auf Ibiza und wir fliegen zurück zu einem VFR-Platz in Deutschland. Ich kann sowohl den ICAO-Code eingeben, oder auch den Namen und dann wird der entsprechende Platz mir vorgeschlagen, beziehungsweise es werden aus den vorhergehenden Planungen
werden einfach Flugplätze vorgeschlagen, die in der Vergangenheit angeflogen wurden. Als nächstes wird das Flugzeugmodell eingestellt, hier jetzt die PA46, die Jetprop. Natürlich kann ich mir auch, wenn ich in der Regel mit einem einzelnen Modell unterwegs bin, dieses als Default einstellen und dann wird es mir automatisch in die Flugplanung eingefügt. Ein Tipp auf das Alternate Field öffnet den Alternate Advisor und hier werden jetzt anhand von Wetterbedingungen, verfügbaren Approaches und Runway-Bedingungen entsprechende Alternates vorgeschlagen. Die kann ich mir auswählen oder aber auch in der Zeile, wo Airport Code steht, entsprechend ein anderes von mir gewünschtes Alternate eintragen. Die Alternates werden entsprechend auch mit der zusätzlichen Flugzeit und dem zusätzlichen Kraftstoffverbrauch hier gleich angezeigt. Mit den verfügbaren Runways und mit den Wetterinformationen und den zur Verfügung stehenden Approaches. Wir blättern weiter runter auf der Seite und unter dem kleinen Kartenausschnitt, der uns auch das aktuelle Wetter zeigt, können wir auf Route tippen und es werden uns Routenvorschläge generiert. Hier ist es eine Recommended Route. Das ist die anhand der Flugzeug-Performance-Daten errechnet wurde. Gleichzeitig wird eine Suche im Eurocontrol-System gemacht und wenn dort in diesem System entsprechende Routen für das Paar zwischen Abflug und Zielflugplatz verfügbar sind, werden mir diese Routenvorschläge hier auch gleich angezeigt mit entsprechend hinterlegten Zeiten und Kraftstoffverbräuchen. Route Constraints ist dabei ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt also, wie kann ich die Routengenerierung beeinflussen? Ich kann bei den Route Constraints natürlich ein Höhenband einstellen. Also in meinem Beispiel fliegt eine Cessna 303, die ist bis eine maximale Flughöhe von 25.000 Fuß zugelassen. Da die aber keine Druckkabine hat, ist meine bevorzugte Höhe unter 12.000 Fuß. Dann trage ich dort oben 12.000 Fuß ein. Es kann aber auch bei Flugzeugen wie hier bei dieser Jetprop praktische Erwägungen haben, die Höhe anzupassen, das Höhenband anzupassen, weil gelegentlich durch diese Einschränkungen, die durch Eurocontrol auf der Route möglicherweise vorhanden sind, die Routengenerierung positiv beeinflusst werden kann. Also das ist einfach so, dass mehrfach am Tag wird entsprechend ein Constraints-Dokument von Eurocontrol veröffentlicht. Da stehen von allen Ländern, von euren Eurocontrol-Ländern, alle möglichen Einschränkungen drinne. Und das kann verschiedene Höhenbänder betreffen, es kann bestimmte Flugstrecken betreffen, es kann nur bestimmte Zeiten betreffen. Das heißt, es kann manchmal auch Sinn machen, einfach die Abflugzeiten ein bisschen nach vorne, nach hinten schieben. Entsprechende Hinweise kommen dann, wenn keine Eurocontrol-valide Route erzeugt werden kann und entsprechend kann die Route angepasst werden. Hier werde ich jetzt für dieses Flugzeug mal die maximale Höhe auf 24.000 Fuß festlegen. Zudem können die Flugregeln festgelegt werden. Das mache ich hier jetzt nur als Beispiel. Und in dem Fall, dass ich hier einen Zulu oder einen Yankee-Flugplan anlegen möchte, kann ich in dem Fall auch ein IFR-Pickup und IFR-Cancel-Waypoint für mich festlegen, der dann bei der Routengenerierung herangezogen wird und es wird versucht dann von diesem IFR-Pickup-Point beziehungsweise zu dem IFR-Cancel-Waypoint eine entsprechende Route zu generieren. Des Weiteren gibt es auch noch die Möglichkeit, Wegpunkte in die Routengenerierung einzufügen oder auszuschließen.
oder aber auch bestimmte Fluginformationsgebiete von der Routengenerierung auszuschließen. Wenn ich also ein bestimmtes Land, ein bestimmtes Fluginformationsgebiet nicht überfliegen möchte und eine Route möchte, die um dieses Land herumführt oder um dieses Fluginformationsgebiet, dann kann ich das hier eintragen und entsprechend wird die Route angepasst. Okay, wir nehmen mal die Route, die uns hier entsprechend vorgeschlagen wurde. Und Select Route fragt uns noch nach der initialen Höhe, die wir nutzen wollen. Und demzufolge ist die Route erstmal generiert. Ich möchte an der Stelle noch ein weiteres Beispiel zeigen, das zeigt, dass es nicht immer so einfach ist. Hier geht es in dem Fall um einen Flug von Graz nach Bozen in Italien mit einer Beach 35, mit einer Beach Bonanza. Und das ist die Route, die ich standardmäßig generiert bekomme. Das heißt, ich bekomme eine IFA-Route generiert, aber die ist zum einen so ein kleiner Alpenrundflug, unten noch so ein Adria-Rundflug. Und zudem sehen wir anhand des Radarbildes, dass es genau in die Region führt, die ich eigentlich mit einem Instrumentenflug vermeiden möchte. Und so wird aus einem 175 nautischen Meilen Großkreis Entfernung werden ja auf einmal 360 nautische Meilen. Also da müssen wir was tun. Was habe ich getan? Ich gehe auf das Airport-Tab in ForeFlight und suche mir für den Zielflugplatz die Arrivals raus. Und sehe jetzt hier, dass beispielsweise aus Norden kommend Naxaf ein schöner Wegpunkt ist, den ich für die Routengenerierung verwenden kann. In der Kartenansicht habe ich mal ausschließlich die IFA-Wegpunkte und die IFA-Strecken mir angezeigt. Sehen wir, dass auch von Naxaf ein Wegpunkt direkt zum Freeroute Airspace in Österreich führt, nämlich der Wegpunkt Detza. Und wir haben da auch einen Airway dazwischen, das ist der Mike 984. Das heißt, wir haben also erstmal eine Strecke zur Verfügung, die wir für die Routengenerierung nutzen können. Die trage ich jetzt beide bei Include Waypoints ein. Und schaue, welche Route mir generiert wird. Jetzt haben wir eine Route, die von Graz relativ direkt weggeht nach Detza, dort in Flugfläche 150. Also das muss das Flugzeug auch fliegen können. Das ist die Minimum En Route Altitude auf diesem Streckenabschnitt. Geht es dann nach Naxaf und von dort Anschluss dann in der entsprechenden Arrival in Bozen. Das heißt, ich kann diese Strecke, könnte ich jetzt so auch aufgeben, kann sagen, okay, wenn ich in über Bozen in VFA oder VMC Condition bin, dann kann ich ja immer noch IFA canceln, machen Visual Approach und ansonsten, falls ich das nicht mache, sondern falls ich tatsächlich einen IFA Approach fliegen muss, habe ich zumindest die Arrival mit eingeplant und hoffe darauf, dass mir in Bozen entsprechende Vektoren gegeben werden, um das Ganze abzukürzen. Okay, gehen wir initial auf Flugfläche 140. So, jetzt kann ich diese Strecke auch noch anders verändern, indem ich in den Edit-Modus gebe, ich einfach in dieses Feld reintippen. Jetzt markiere ich all diese Abschnitte hinter Naxaf und ersetze die durch VFA. Mach also aus dem IFA-Flugplan einen entsprechenden Yankee-Flugplan. Ja, der ist jetzt Eurocontrol-valide und kann entsprechend geflogen werden. Ja, das ist also manchmal erfordert auch Eurocontrol solche manuellen Eingriffe. Das ist nicht immer der Fall. In aller Regel funktionieren die Routen, die erstellt werden, wunderbar. Ja, aber ich kann mir auch helfen, falls es mal nicht so ist. Okay. Performanceplanung. Kommen wir zurück zu unserer Jetprop. Wir wollen natürlich nicht alleine fliegen, sondern wir fliegen jetzt mal mit zwei Personen an Bord.
die schon ein bisschen kräftiger gebaut sind, haben schon ihre Wintersachen an und wir bekommen eine Fehlermeldung. Wir sehen also, dass bei Minimum Fuel Required das Ramp Weight um 27 Pfund überschritten ist. Jetzt kann ich mir anschauen, eingestellt war Maximum Cruise Torque. Ich verändere das Performance-Profil zu Best Range Cruise. Und es verschwindet nicht nur die Fehlermeldung, sondern wenn ich unten bei den Gewichten checke, sehe ich, dass ich auf einmal auch noch ein bisschen Gepäck mitnehmen kann. Also kann der Koffer auch wieder mit nach Hause. Kommen wir zum Briefing. Oben auf dem Flügeformular sehen wir zunächst das Navlog. Dieses hier ist das Standard-Navlog, was jeder Benutzer letztendlich bekommt, mit den Wegpunkten, mit einer groben Zusammenfassung der entsprechenden Kraftstoffanforderungen, der Zeiten. Oben rechts habe ich dieses kleine Zahnrad. Wenn ich dort drauf tippe, können Performance Plus Kunden auf ein internationales Navlog umstellen, das eine detailliertere Kraftstoffanzeige oder Kraftstoffberechnung bietet, entsprechende Plätze bietet, um Notizen zu machen, die ATIS, Clearance runterzuschreiben, unterwegs Notizen zu machen. Zudem haben wir alternative Power Settings und Höhen mit entsprechenden Konsequenzen auf Flugzeit und Kraftstoffverbrauch. Wir haben eine Übersicht über die Fluginformationsregionen mit Eintritt und Austrittszeiten und wir haben auch die Übersichten über die Airports mit entsprechenden Frequenzen und Runway-Informationen. Am Ende folgen dann noch entsprechende Übersichten über die Platzkarten, sofern diese verfügbar sind, und ein Auszug des ICAO Flightplan-Dokuments. Auch wieder Performance-Kunden können nun dieses Dokument zu Flüge sichern. Dieses Dokument ist natürlich für jeden immer wieder abrufbar. Wenn ich aber einfach das zu einem bestimmten Zeitpunkt generierte Navlog speichern möchte, dann kann ich das hier entsprechend als Performance-Plus-Kunde dem Flug zuordnen. Dasselbe mit dem Briefing-Package. Das Briefing-Package beginnt mit einem Vertical Cross-Section-Chart, in dem die Vereisungsbedingungen, in dem die Turbulenzen, Temperaturen, Windgeschwindigkeiten abgebildet sind und die Minimum En Route Altitudes entsprechend. Das ist das Grüne unten. Das ist also nicht das direkte Torn. Zudem habe ich eine Draufsicht auf die entsprechenden Wind-, Temperatur- und Turbulenzbedingungen, SIGMET-Charts, METAS, TAFs und SIGMETs und natürlich sämtliche NOTAMs für Departure, Destination und En Route Airports. Auch dieses Briefing-Dokument können Performance Plus Kunden wieder in den Files speichern. Nächster Punkt: Take-off-Performance-Berechnung. Automatisch wurde aus der vorliegenden Terminal Area Forecast Information die passende Runway vorausgewählt. Wir sehen also, auf der Runway 24 haben wir 6 Knoten Gegenwind, nur einen Knoten Crosswind. In die andere Richtung halt 6 Knoten Rückenwind. Wir haben die Möglichkeit, abhängig vom Flugzeugmodell entsprechende Klappen für den Start zu konfigurieren, die wir verwenden wollen, und einen Safety-Distance-Faktor einzufügen. Das kann das
persönliche Draufschlagen sein von zusätzlichen Prozenten, die ich einfach mehr zur Verfügung haben möchte. Es können bei gewerblichen Kunden auch voreingestellte Safety-Distance-Faktoren sein, die erforderlich sind. Oder aber die, wenn das Flugzeughandbuch nur Werte für trockenen Gras und trockenen Hartbelag anbietet, kann ich mit diesem Safety-Distance-Faktor auch entsprechende Aufschläge für nassen Runway, für Schnee, Vereisung und so weiter und so fort mit hinzufügen. Ja, unten sehen wir entsprechend die Geschwindigkeiten. Wir können auch ein Emergency Return konfigurieren. Das heißt also, in dem Fall, in dem wir einen Startabbruch oder nicht einen Startabbruch, nachdem wir nach dem Start wieder zurückkehren wollen, können wir gleich konfigurieren, welche Landebahn wir nutzen wollen und entsprechend auch dort die Berechnung durchführen. Wir haben jetzt hier die Liftoff-Speed, die Groundrollgeschwindigkeit, 50 Foot-Speed, Gesamtdistanz und so weiter und so fort. Alles natürlich berechnet mit dem Take-off-Gewicht aus der Performance-Kalkulation. Das Ganze wird natürlich auch für die Landeperformance gemacht. Auch hier haben wir entsprechend Werte vorgegeben. Wir haben auch hier die Möglichkeit, die gehen mal kurz zurück, die die Klappen und den Safety Distance Faktor für die Landung einzustellen. Das war's. Okay, nachdem wir unsere Planung gemacht haben, unser Take-off-Landing-Performance gemacht haben, können wir entsprechenden Flugplan aufgeben, Proceed to File. Auch hier haben wir die Möglichkeit, wieder das ICAO-Dokument zu speichern, sodass wir wirklich alle Unterlagen mit dem Flug miteinander verbunden haben. Und auf File drücken und der Flugplan wird entsprechend aufgegeben. Wenn ich den Flugplan aufgegeben habe, verändert sich unten dieser Proceed to File Button. Dort erscheinen dann zwei, einmal Cancel und Amend. Cancel ist klar, damit kann ich einen gefeilten Flug einfach canceln, kann dann sagen, Flugplan möchte ich nicht mehr weiterverfolgen. Mit Amend sieht es so aus, dass ich in dem Flugformular beispielsweise die Abflugzeit, Number Persons on Board, verfügbarer Kraftstoff oder was auch immer, außer natürlich Start- und Zielflugplatz ändern kann, dann drücke ich auf Amend. Die geänderten Informationen werden kopiert und dann entsprechend an Eurocontrol gefeilt. Hinweis aus der Praxis, weil die Frage kommt ziemlich häufig, kann ich einen Flug nach vorne und nach hinten schieben? Geht natürlich beides. Technisch ist das so, dass im Falle eines Vorziehen des Fluges der aktuelle Flugplan intern gecancelt wird und ein neuer, früherer Flugplan aufgegeben wird, mit der Konsequenz, dass ich möglicherweise vorhandene CTOT-Messages verliere, weil die an den alten Flugplan gebunden waren. Daher ist der einfache Praxistipp, den Flug immer so früh wie möglich aufgeben und dann im Zweifelsfall lieber nach hinten schieben, weil dann behalte ich meine Calculated Takeoff Time. Okay, hier oben sehen wir jetzt auch die drei Dateien, die entsprechend hinzugefügt wurden. Wir sehen also das ICAO Flight Plan Form, wir sehen das Briefing Package und das Navlog, was für diesen Flug zur Verfügung steht. Am Tag des Fluges, wir haben uns natürlich vorher ausgiebig mit dem Wetter beschäftigt, wollen wir noch mal wissen, wie sieht es denn jetzt konkret aus? Und dazu wechseln wir in die Kartenansicht und senden den Flug gleich hinüber auf die Karte. In der Kartenauswahl gibt es jetzt die Möglichkeit, diverse Kartenlayer einzuschalten. Und zwar fangen wir mal an mit dem Radar-Layer. Radar
Satellitbilder und Infrarotbilder sind Echtzeitdaten. Das sind also die tatsächlich entsprechend von den Wetterstationen aufgezeichneten Daten, die damit rückwirkend angezeigt werden können. Neu ist, dass unten im Bild auch eine entsprechende Legende angezeigt werden kann, mit dem wir schnell die Farbcodes identifizieren können. Wem das zu viel ist, der sagt, kenne ich alles, weiß ich alles, der kann über die Kartensettings diese Legende auch ausschalten. Das Infrarotbild zeigt uns die Temperaturen entsprechend an der Oberfläche. Wir sehen jetzt hier, die Legende geht von minus 72 Grad bis plus 47 Grad. Das haben wir natürlich nicht alles hier auf dem Bild. Die Legende widerspiegelt immer die Daten, die weltweit vorhanden sind. Also irgendwo auf der Erde ist es minus 72 Grad und an anderen Stellen auf der Erde ist es plus 47 Grad. Und in dieser Bandbreite bewegt sich halt die Legende. Die Vereisung beim Instrumentenflug nicht ganz unwichtig. Wir haben hier die Möglichkeit, auf der rechten Seite uns entsprechend die gewünschte Flughöhe auszusuchen oder einen bestimmten Level. Und mit dem Slider am unteren Bildschirmrand können wir über die nächsten 24 Stunden ausgehend von der Erstellung der Daten anschauen, wie sich die Vereisungsbedingungen in diesen bestimmten Level ändern, um uns ein passendes Zeitfenster für den Flug auszusuchen. Dasselbe funktioniert auch mit den Turbulenzen. Wichtig ist dabei immer, auf Turbulenz und Icing Global zu gehen. Auch hier haben wir entsprechend die Turbulenzen in der Höhe. Wir sehen, das wird an diesem Tag kein sehr ruhiger Flug, da der Flug ja in Flugfläche 240 stattfinden soll. Neu hinzugekommen ist die Cloud Coverage. Auch hier können wir die Bewölkung uns anschauen und können aber auch checken, indem wir uns die verschiedenen Höhenbänder anschauen, wo dann letztendlich die Cloud-Tops sind und ob wir da an irgendeiner Stelle noch rüberkommen. AirMet, SIGMETS und andere Wettererscheinungen sind auch noch zur Verfügung. Die Gebiete werden markiert. Man kann dort reintippen und bekommt entsprechende Informationen, welche entsprechende Warnung an der Stelle existiert. Neu seit diesem Monat gibt es Wind- und Temperaturcharts, wo ich auch wieder weltweit über einen bestimmten Höhe mir die Windgeschwindigkeiten und oder die Winde und die Temperaturen anschauen kann, um letztendlich dort abzuschätzen, was ein vernünftiger, guter Level für mich ist, beziehungsweise durch Verschieben des Timesliders unten wieder kann ich auch wieder checken, wann ist ein vernünftiger Zeitpunkt für mich, diesen Flug zu beginnen. Lohnt es sich vielleicht manchmal 1 oder 2 Stunden zu warten? Performance Plus Kunden haben des Weiteren die Möglichkeit, in der Profilansicht Wetter sich anzuzeigen. Natürlich geht erstmal standardmäßig das, was für alle geht. Das heißt, Airspaces anzeigen lassen, die ich natürlich markieren kann. Aber ich kann auch jetzt die Vereisungsbedingungen mir auf der Strecke anschauen. Ich kann die Turbulenzen mir auf der Strecke anschauen oder aber eben die Cloud Coverage. Dabei sind all diese Informationen vierdimensional. Das heißt, hier ist es nicht nur die Vorhersage entlang der geplanten Strecke, sondern am linken Rand der Profilansicht habe ich die Wetterinformationen vom Zeitpunkt des Abflugs und auf der rechten Seite habe ich die Wetterinformationen oder den Forecast vom Zeitpunkt der Ankunft.
Gehen wir wieder zurück zu Edit. Und weiteres Schmankerl: Ich habe die Möglichkeit, als Performance Plus Kunde mir den gesamten Flug in 3D anzuschauen. Dabei habe ich oben links eine Information über die aktuelle Position, Höhe über Grund bzw. Höhe über MSL und die Zeit. Oben rechts in dem Routenfenster kann ich in der Route hin und her fahren. Unten links habe ich die Möglichkeit, zwischen externer Sicht und Cockpit-Sicht zu wechseln bzw. zusätzliche Informationen anzuzeigen. Und mit der Zeitschiene unten am Bildschirmrand kann ich dann auch entsprechend meine Route abfahren. Ich habe das mal in einem kurzen Video zusammengestellt. Das heißt also, oben rechts im Routenfenster gehen, können wir uns bewegen, einen Wegpunkt anklicken und bekommen dann angezeigt. Entsprechend, wir sind dort hier auf 24.000 Fuß um 10.06 Uhr Zulu. Können da entsprechend uns auch angucken, wie es in der Umgebung aussieht und können jetzt entsprechend Zusatzinformationen wie Icing, Turbulenzen oder Cloud Coverage anschauen und schauen, ob es an diesem Wegpunkt auf unserer geplanten Flughöhe bzw. in anderen Flughöhen entsprechende Wetterphänomene vorhergesagt sind. Dabei werden die Bedingungen durch diese Blöcke dargestellt. Wir sehen hier also Light Turbulenz bzw. Broken Cloud Coverage. Das verändert sich dann oben links in diesem Informationsfenster. Entsprechend können wir auch die Höhen natürlich ändern und schauen, ob sich da bessere Bedingungen ergeben. Kommen wir zu den Notams. Wir haben die Möglichkeit, zusätzlich Notams einzublenden. Indem wir den Notam-Layer einschalten. Das ist übrigens eine Funktion, die es nur in Europa Stand heute gibt. Dann kann ich auf meiner Strecke entsprechend markierte Gebiete antippen und sehe die Informationen dazu. Also hier, diese Restricted Area ist zwischen Flugfläche 95 und 195 aktiv. Ja, interessiert uns jetzt an der Stelle aber nicht, weil wir Flugfläche 240 fliegen. Wir können ins Flugzeug, können starten und nutzen nun das dynamische Navlog. Das dynamische Navlog bietet zum einen die Möglichkeit, im Flugplan zu arbeiten, also den Flugplan abzuarbeiten, bestimmte Lecks zu aktivieren, Wegpunkte zu aktivieren. Wir sehen die entsprechenden Headings, wir sehen die totalen bzw. per Leck-Informationen und anhand der Geschwindigkeit über Grund werden in den letzten drei Spalten die passenden Werte entsprechend Zeit, Distanz und Estimated Time of Arrival angezeigt. Das ist ganz praktisch, wenn ich regelmäßig Position Reports abgeben muss, wie beispielsweise bei der Oceanic Clearance oder aber auch in bestimmten Gebieten ist es ganz einfach erforderlich, dass ATC von mir ein Estimate haben möchte und ich muss dann an der Stelle einfach nur das dynamische Navlog von oben nach unten vorlesen. Tippen auf so ein Pfeil zwischen zwei Wegpunkten öffnet das Fenster und ermöglicht mir, entweder direkt zu dem Wegpunkt zu fliegen oder aber auch das Leck zu fliegen. Ich persönlich nutze lieber die Möglichkeit Fly Leck, weil der übrige bisher geflogene Flugplan damit weiter bestehen bleibt und ich möglicherweise dann auch die Möglichkeit habe, dann auch dahin wieder zurückzugehen. Wenn mein Flugzeug mit entsprechender Avionik ausgestattet ist, also einem Avedine IFD 440, 45, 550 oder einem Garmin GNS VAS-Gerät oder GTN, welches wiederum mit einem Flightstream 210 oder 15 ausgestattet ist oder aber auch ein Dynan Skyview 8HX, dann habe ich die Möglichkeit, über diesen Send-to-Button den Flugplan auch gleich direkt an meine Avionik zu schicken. Denselben Effekt erreiche ich, wenn ich diesen Send-to-Button wähle und dort mir Panel auswähle.
Das funktioniert bidirektional. Das heißt also auch, wenn ich dann in der Avionik, beispielsweise, weil ich ein Direkt bekomme, das gleich in der Avionik einstelle, wird das die Information an ForeFlight zurückübermittelt und ich habe die Möglichkeit, entweder den alten Plan im ForeFlight zu behalten oder aber auch den geänderten Plan aus der Avionik zu übernehmen. Wenn ich mit mehreren Piloten Cockpit fliege und beide nutzen oder alle nutzen ForeFlight, dann kann ich hier auch deren iPads sehen, sofern WLAN und Bluetooth aktiviert ist. Es muss nicht miteinander verbunden sein, es muss nur aktiviert sein und ich kann dann entsprechend den Flugplan auch ans andere iPad schicken, beziehungsweise vom anderen iPad kann die Route auch an meins geschickt werden, sodass auch sehr schnell dort eine Synchronisation innerhalb des Cockpits stattfinden kann. Die neue Funktion ist, dass ich meinen geplanten Flug jetzt auch an die Charts View übermitteln kann und dabei wird mir automatisch ein Flight Binder angelegt, wie ich ihn aus dem Jeppesen Mobile Flight Deck IFR kenne. Links die Binderansicht kann ich schließen, indem ich oben auf den Close-Button drücke. Dann habe ich das Ganze zur Verfügung, die ganze Bildfläche zur Verfügung. Wir sehen, hier gibt es einen NOTAM. Klicke ich drauf, sehe, aha, für Ibiza gibt es das aktuelle NOTAM, dass der Aircraft Stand 21 geschlossen ist. Ein Klick auf die entsprechenden Symbole auf der linken Seite öffnet alle damit zusammenhängenden Karten zur Auswahl und ich kann entweder nur die Karten mir anschauen oder aber, wenn ich auf die Checkbox klicke, kann ich entsprechend diese Karte auch der Auswahl zur Verfügung hinzufügen. Umschalten zwischen den Charts geht dann am einfachsten mit der Drei-Finger-Gesture, also drei Finger gleichzeitig aufs iPad und nach links und rechts schieben und dann kann ich zwischen den ausgewählten Karten ganz schnell hin und her schalten. Ja, die Departure Procedure entsprechend. Wir haben jetzt hier den unten als Information, als Zusatzinformation immer die Instrumentenleiste eingeblendet, an der wir bestimmte Informationen über unseren Flug ablesen können. Wenn mich die stört, weil die möglicherweise Teile der Karte überdeckt, einfach nur auf die Karte rauftippen und dann verschwindet diese Instrumentenleiste und ich habe die Karte in der Vollauswahl. In der Vollansicht. Entschuldigung. Für den Flugplatz kann ich mir auch entsprechend gleich den Approach für den Emergency Return auswählen und habe den dann auch mit in der Auswahl zur Verfügung. Was auch funktioniert, ist, dass ich entsprechend Notizen auf den Karten machen kann. Diese Notizen werden mir dann sowohl hier in der Ansicht als auch, wenn ich diese Karten als Overlay auf der Karte anzeige, auf der großen Karte anzeige, mit übernommen. Wir haben jetzt hier einen VFR-Flugplatz und damit haben wir entsprechende Anflugkarten, entweder die Jeppesen Approach Charts oder aber wir haben auch die DFS Operation Charts. Beide Anflugkarten, VFR-Anflugkarten, sind optional, sind also nicht Standardlieferumfang und müssen hinzugekauft werden. Ich habe allerdings im aeronautischen Layer die Platzrundeninformationen, alle VFR-Informationen im aeronautischen Layer abgelegt, sodass ich für den VFR-Flugplatz nicht zwingend eine Anflugkarte benötige. Aerodrom-Chart, soweit alles klar. Okay. Kommen wir zu einem Beispiel mit einem Citation Jet. Ich gehe schnell mal durch. Flugdatum, Departure, diesmal aus Stansted nach Podwitz in Polen. Als Flugzeug wählen wir nun die Citation Mustang aus. Entsprechendes Alternate. Eine Route wird generiert, ausgewählt.
Personen an Bord. Also die ganz normalen Standardprozeduren zur Planung werden durchgeführt. Entsprechendes Gewicht für das Gepäck. Und nun optional verfügbar ist die Runway Performance auch für Jets. Das heißt, wir haben nicht nur die Auswahl des Startbahn entsprechender Wetterinformationen, wir haben hier entsprechende Möglichkeiten der Hindernisanalyse für den Abflug und entsprechende Engine Out Procedures. Hier für Stansted ist es nur straight out. Für andere Flugplätze wie beispielsweise Innsbruck gibt es entsprechende auch Jeppesen Procedures, die mich im Falle eines Motorausfalls oder Jet-Triebwerksausfalls um das Terrain herumführen. Ich kann des Weiteren zusätzliche Departure Obstacles mit einfügen, wenn die entsprechend beispielsweise das Manual des Betreibers vorsehen. Das Ganze kann ich auch für die Landung machen. Das heißt hier, es gibt anhand des Terminal Area Forecasts keinen Runway vorausgewählt. Wir wählen uns jetzt selbst einen aus und bekommen entsprechend die Möglichkeiten berechnet, haben auch hier die Möglichkeit, entsprechende Increments für VREF zu setzen. Wir haben die Möglichkeit, entsprechende Konfiguration für die Landung vorzubereiten und bekommen entsprechend die Approach Performance Referenz Geschwindigkeiten und so weiter und so fort angezeigt. Letztendlich das Ganze noch fürs Alternate. Auch hier nochmal die gesamten Informationen. Und oben rechts auf dem Bildschirm haben wir jetzt entsprechend die Summary, die uns das Ganze in einem Dokument zusammenfasst, sodass wir die komplette Runway-Analyse hier zusammen haben, inklusive der detaillierten Analysen für beide Runways in Stansted, beziehungsweise also Departure Destination und aber auch den Alternate Landing Airport. Wir können oben rechts jetzt diese Karte, diese Summary wieder zu den Flügen, zu den Files hinzufügen und haben jetzt auch dieses Dokument für einen möglichen Ramcheck mit abgespeichert. Also rauftippen und ich habe dieses Dokument und kann es dann für meinen eigenen Takeoff entsprechend fürs Briefing verwenden und für die Landung. ForeFlight bietet mehr Möglichkeiten, Dokumente hinzuzufügen. Hier bin ich mal ins Web gewechselt. Unter dem Punkt Integrations kann ich ab einer ProPlus-Subscription einen entsprechenden Dropbox, Box oder Amazon S3-Account mit ForeFlight verbinden. Hier habe ich mal die Dropbox, dann wird bei dieser Verbindung ein Unterverzeichnis Apps und darunter ForeFlight angelegt. Ich habe zum Beispiel Manuals hier abgelegt, die dann automatisch auf meine angeschlossenen Geräte synchronisiert werden und in den Dokumentenansichten zur Verfügung stehen. Und ich habe zusätzlich ein Template für einen General Aviation Request, wie er für UK erforderlich ist, dort auf die Dropbox gelegt. Diese Dokumente finden sich dann auch automatisch in meiner ForeFlight Mobile App, entsprechend unter ForeFlight Documents. Und ich kann jetzt hier dieses General Aviation Report Dokument auswählen und schicke es an Flüge. Ich habe hier jetzt die Möglichkeit, es gleich an mehrere Flüge zu binden. Ich möchte aber bloß den hier ab Stansted nehmen und diesen Flugplan und dann dieses Template, dieses Dokument wird automatisch dem Flug zugeordnet. Wenn ich jetzt in den Flug zurückwechsle, sehe ich hier neben meiner Runway Analysis auch Template und ich kann hier ganz einfach anfangen, dieses entsprechend auszufüllen und habe dann für meinen Flug entsprechend alle Informationen zur Verfügung. Wenn ich damit fertig bin, gehe ich wieder auf Send to und versende dieses GAR-Template an entsprechend die Stellen, die es bekommen sollen. Auch diesen Flug schicken wir wieder rüber in die Kartenansicht. Und können mit dem Taxi Route Editor starten.
Mit dem aktuellen Release von ForeFlight haben wir etwas eingeführt. Es nennt sich ForeFlight Labs. Das lässt sich über More und Account aktivieren. Am unteren Bildschirmrand habe ich entsprechend die Möglichkeit, für meine Subscription verfügbare Funktionen, für die wir gerne Feedback haben würden, freizuschalten. Und hier steht auch, das Feature ist for General Advisory Only und so weiter und so fort. Es ist auch nicht für alle Flugplätze verfügbar, aber die Datenbasis wird permanent erweitert. Wenn ich es eingeschaltet habe, sehe ich im FPL-Fenster den Punkt Taxi Route. Und hier wird jetzt anhand meiner aktuellen Position die Startposition ermittelt. Oder aber ich kann auch eine entsprechende Lokation mir aus der zur Verfügung stehenden Auswahl auswählen und sobald ich einen Runway hinzufüge, wird mir eine entsprechende Taxi Route ermittelt. Ich habe dann die Möglichkeit, diese entsprechend der Taxi Clearance zu bearbeiten. Also, wenn wir sagen, okay, wir fliegen jetzt hier nicht von der Runway 04, sondern von der 22 weg, wird mir eine andere Taxi Route generiert. Und wir sehen alle Wegpunkte, die Bestandteil dieser Route sind, werden in hellblau dargestellt, alle anderen in dunkelblau. Beziehungsweise dann auch andere Optionen, die ich habe, wie Backtaxi, Runway-Taxi und so weiter und so fort. Und ich kann dann entsprechend durch Antippen der Punkte meine Taxi-Clearance entsprechend eintippen und sie wird mir entsprechend dargestellt. Wechsle ich jetzt zurück in meine Kartenansicht. Dann sehen wir, dass die Taxi-Clearance auch automatisch mit in die Ansicht der Airport-Karte mit übernommen wurde, sodass ich entsprechend nicht nur auf dem aeronautischen Layer, sondern auch hier im entsprechenden Flight Binder entsprechend mein Taxi anhand meiner eigenen Position verfolgen kann und sicher auch durch komplexe Airports rollen kann. Oben rechts im Taxi-Editor gibt es dieses Feedback-Fenster. Dort wird entsprechend eine E-Mail an unser Team gesendet und hier bitte Kommentare, Wünsche, wie auch immer, mit einfügen. Wetter. Wir hatten sehr viel Wetter in der Flugvorbereitung. Wie sieht es jetzt mit Wetter während des Fluges aus? Es gibt da in Europa eine Lösung, nennt sich GOLZE ADL. Dass die Geräte von Sebastian Golze, ADL 150, 190 oder 200, bieten entsprechend einen Datenlink für Wetter über Satellit und je nach Gerät auch noch optional ADS-B Traffic oder AHRS also ein Lagesensor für Synthetic Vision und auch alternativ neben der Satellitenverbindung LTE, sodass man relativ viele Funktionen da mit einem Gerät abdecken kann. Wie funktioniert das Ganze? Wenn ich meine Route habe, schicke ich die aufs Clipboard, also in Zwischenspeicher. Dann öffne ich die Golze ADL Connect App und die erkennt automatisch, dass ein Flugplan im Zwischenspeicher ist. Den kann ich importieren, das Download von den Geräten starten und kann dann zurück zur ForeFlight Mobile App kehren. Und diese wird ab jetzt automatisch alle 15 Minuten, das ist der Standardwert, mit neuem Wetter während des Fluges versorgt. Ein weiteres Punkt. In-Flight Traffic, wir hatten es schon gesagt, das ADL 190, das ADL 200 hat ADS-B Traffic. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie beispielsweise das Air Avionics AT1, was ein Festeinbaugerät ist, ADS-B und FLARM, beziehungsweise ein mobiles Gerät, UAvionics Sky Echo 2, auch kombiniertes FLARM und ADS-B Traffic Gerät. Zudem ist jetzt in Europa auch verfügbar,
der ForeFlight Sentry. Das ist ein mobiler ADS-B-Empfänger. Kann also ADS-B-Signale von Flugzeugen, die ADS-B aussenden, empfangen und in ForeFlight darstellen. Es ist ein eingebautes VAS-GPS. Es hat einen Lagesensor für Synthetic Vision, einen barometrischen Drucksensor. Schön ist ein Kohlenmonoxidsensor und ein Alarmsystem und überwacht gleichzeitig den Anteil von Kohlenmonoxid in der Atemluft in der Kabine. Ist also recht praktisches Gerät, was bis auf Flammen alle Bereiche abdeckt. Damit werden Verkehrsziele, die ADS-B senden, erkannt. Bei Annäherung verfärben sich die Ziele, werden also hervorgehoben dargestellt. Und wenn sie zu dicht kommen, dann werden entsprechend die Ziele auch durch eine entsprechende akustische und optische Warnung mir angekündigt, sodass ich weiß, in welche Richtung ich schauen muss und wo sich der Verkehr befindet und wie ich möglicherweise ein Ausweichmanöver fliegen kann. Okay, kommen wir zu den Fragen-Antworten. Wie hast du den ICAO-Flugplan in den Dokumentfolder geschoben? Also, das ist relativ einfach. Wenn man Proceed to File drückt, dann öffnet sich dieses Pop-up-Fenster, in dem man nochmal alle Einstellungen, alle Parameter des Fluges überprüfen kann. Und in diesem Pop-up-Fenster befindet sich oben rechts wieder ein Send to Schalter und dort kann ich mir entweder das ICAO Flugplanformular per Mail zu senden lassen oder es eben zu den Dokumenten entsprechend für den Flug oder generell zu den ForeFlight-Dokumenten zuordnen. Kann ich bei 3D die Top-of-Clouds einblenden? Ich kann zumindest in der Höhe entlang der Route im Höhenslider auf der rechten Seite nach oben scrollen und schauen, wo die Tops der, in welchem Level die Tops der entsprechenden Bewölkung sind. Also sie werden mir nicht als Zahlen angezeigt, aber ich kann sie an der Stelle ermitteln. Oh, weshalb werden Circling Charts von Jeppesen auf der Map nicht angezeigt? Eure Control Charts werden angezeigt. Das ist eine Frage. Bitte eine E-Mail an team@foreflight.com schauen. Die Kollegen können es dann überprüfen, woran das liegt und können dann einen entsprechenden Hinweis geben. Das kann ich jetzt, weil ich das Gerät nicht kenne und auch nicht reinschauen kann, nicht hier in der Frage beantworten. Ja, ich erhalte bei der Flugplanung zu den Flugplätzen nur eine Infobox, keine Takeoff- oder Landingbox. Womit hängt das zusammen? Ich nehme ganz stark an, das hängt mit dem Subscription-Level zusammen. ForeFlight hat ja bekanntlich drei verschiedene Stufen der Lizenz, Basic Plus, Pro Plus und Performance Plus. Und da die Start-of-Lande-Berechnung direkt mit den Performance-Profilen der hinterlegten Flugzeuge zusammenhängen, gibt es diese Option nur bei Performance Plus. Zudem bitte überprüfen, auch bei Performance Plus kann es sein, dass das Flugzeug selbst noch nicht mit Start-Lande-Performance unterstützt ist. In diesem Fall bitte eine E-Mail auch wieder an team@foreflight.com schicken. Wenn wir ein entsprechendes Flughandbuch des Flugzeugs bekommen, können unsere Kollegen entsprechend die Start-Lande-Profile dafür erstellen. Ich finde meist nur englische Aufzeichnungen. Wo finde ich die deutschen Aufzeichnungen? Also hier auf der aktuellen Seite steht es nochmal ganz unten. foreflight.com/onfrequency. Dort sind zum einen die Webinar-Ankündigungen und da ist eine Tabelle. Auf der linken Seite sind dort die Webinare, die in Englisch immer am Dienstag stattfanden, aufgezeichnet oder zum Download stehen die bereit. Und auf der rechten Seite sind die entsprechenden Aufzeichnungen der deutschen Webinare abzulesen.
Kann man im Taxi Advisor auch Hold Shorts markieren? Das hatte ich gemacht. Ja, natürlich kann man das machen. Ganz wichtig, dann wird auch alles, was dann kommt, erstmal in Rot dargestellt, damit ich mich auch ja an der Stelle daran erinnere, dass da was mit Holding Short war. Ja, genau. Ja, Kerstin, also die Aufzeichnung VFR-Flug. Ich nehme an, dass die inzwischen auch dort verfügbar ist. Ansonsten werde ich das hier nach dem Webinar noch mal überprüfen und die Kollegen bitten, dass sie das dann hochladen, falls es noch nicht passiert ist. Ja, das Webinar wird circa in 2 Tagen dann auch zum Download zur Verfügung sein. Ich danke fürs Zuhören, wünsche allen noch einen schönen Abend und ich hoffe, man trifft sich demnächst mal auf den Flugplätzen. Wiederhören.